Während des gesamten Spiels wurde ich von Zuschauern beleidigt. Sie schrien Hurensohn, schwarzes Schwein, Wichser, korruptes Arschloch. Die Beleidigungen klangen auch in der zweiten Halbzeit nicht ab. Nach Spielende, als ich auf dem Weg in die Kabine war, drohten mir Zuschauer Tritte und Schläge an. Sie bezeichneten mich als fettes Arschgesicht, nannten meinen Vater einen Hurensohn und eine Missgeburt, meine Mutter bezeichneten sie als Schlampe. Als ich den Kabinengang betrat, warfen die Zuschauer Bierflaschen nach mir. Es waren keine Ordner da, die mich hätten schützen können. SV Kralenriede gegen BSC Acosta. Zwei Mannschaften aus der Kreisklasse in Braunschweig. Er pfeift das Spiel. Thomas Kahle. Der 48-Jährige ist seit 12 Jahren Schiedsrichter. Hat schon rund 800 Spiele geleitet. Er ist einer von 75.000 Schiris im deutschen Amateurfußball. Wir Schiedsrichter sind ganz allein auf dem Platz und müssen 90 Minuten immer funktionieren. Wir sind der berühmte schwarze Mann, der da auf dem Platz ist, der nicht auffallen soll, aber ein Spiel leiten soll und immer Gerechtigkeit walten lassen soll. Aber wenn man einen Zweikampf beurteilt, man pfeift für einen. Egal für wen man pfeift, der andere ist unzufrieden. Heute, bei diesem Spiel, sind alle zufrieden. Doch Thomas Kahle hat erlebt, wie Unzufriedenheit eskalieren kann. Bei einem ganz normalen Punktspiel, ganz unten in der Kreisklasse. Es kam zu einem Foulspiel. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ich bin dazwischen gegangen, Behandlung des Spielers zugelassen. Dem Foulspieler zeigt Kahle die gelb-rote Karte, also Platzverweis. Der aber will nicht gehen. Der entsprechende Spieler hat dann sich erst ruhig weggedreht, aber dann sich umgedreht. Mich beleidigt mit ein paar verbalen, unschönen Worten, direkt ins Gesicht gespuckt. Das Gesichtspucken war halt nur eklig, das ist eine der ekligsten Beleidigungen, die man bekommen kann, als Spieler oder als Schiedsrichter. So niederträchtig diese Spuckattacke, so brutal das, was danach folgt. Der Spieler hat mich dann halt niedergeschlagen. Und da war dann erstmal Licht aus. Er war Kampfsportler gewesen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Und da haben auch die Notärzte gesagt, das war ein halber Zentimeter. Dann wären wir halt tot gewesen. Das erlebt die Familie, die mit am Platz ist. Und ja. Dann guckst du hin und liegst da, siehst deinen Mann auf dem Boden liegen, weißt nicht, was los ist. Vielleicht ist er umgekippt oder umgeknickt oder Hitze. War ja auch sehr warm den Tag und... Ja, lag er da und keiner konnte mir sagen, was los ist, bis dann irgendeiner mal sagte, er hat gerade ein paar aufs Maul gekriegt. Nach dem Schock die Frage, will und soll er weiter pfeifen? Seinem geliebten Hobby weiter nachgehen? Ich habe dann mit meiner Familie gesprochen, die ja bei dem Vorfall auch anwesend war. Soll ich weitermachen, könnt ihr das mitmachen? Weil ich möchte es, ich liebe den Fußball, ich liebe die Schiedsrichterei und es geht ja nicht um die einzelne Person. Kahle macht weiter. Versucht, das Geschehene zu vergessen. In den lokalen Medien wird über solche Attacken auf Schiedsrichter so gut wie nie berichtet. Nur ganz selten kommt es zu solchen Schlagzeilen. Weil Schiedsrichter aufs Schlimmste attackiert werden, müssen jährlich rund 600 Amateurspiele abgebrochen werden. Die Bevölkerung erfährt darüber so gut wie nichts. Warum wird über berichtet, wenn eine Katze über die Straße läuft und totgefahren wird? Aber wenn da irgendwelche Schiedsrichter oder Spieler angegriffen werden, das muss publik, meiner Meinung nach, muss publik gemacht werden, damit sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Aber wenn das so klein gehalten wird, dass gar nicht darüber berichtet wird, dann denkt jeder, es ist alles gut, es ist alles ruhig. Nichts ist gut. Dieser 17-jährige Schiedsrichter wird bei einem Hamburger Kreisklassenspiel das Opfer einer brutalen Attacke. Er hatte einem Spieler rot gezeigt. Der ging auf ihn los, würgte ihn, streckte ihn danach mit einem Faustschlag nieder.
Heute soll er als Zeuge vor einem Hamburger Amtsgericht das erzählen, was damals, vor 4 Monaten, geschah. Der Täter, ein 22-jähriger Auszubildender, wurde für diese Tat vom Sportgericht schon für 5 Jahre gesperrt. Das Opfer ist noch Schüler. Dem Richter erzählt er von den Folgen dieser Tat, Angstzustände und seiner Furcht, im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Der Täter ist geständig, entschuldigt sich bei dem Opfer. Das Urteil? 480 Euro Geldstrafe und ein Schmerzensgeld von 300 Euro an den Schiedsrichter. Vor der Kamera möchte er nichts sagen. Das Opfer möchte etwas sagen, darf aber nicht. Der Schiedsrichterbetreuer begründet das verordnete Schweigen. Aber wie gesagt, wir haben ja diese Regelung vom Fußballverband, dass wir solche Sachen nicht in die Öffentlichkeit tragen, bevor nicht Carsten Benesky sein Okay gegeben hat. Ja. Das muss also unbedingt mit Carsten Benesky besprochen und entschieden werden. Mhm. Das ist Carsten Benesky, der Sprecher des Hamburger Fußballverbandes. Er versucht zu erklären, warum der 17-jährige Schiedsrichter nicht mit uns reden darf. Also wir haben dem Schiedsrichter geraten, gegenüber der Presse allgemein vorsichtig zu sein, weil natürlich zu befürchten ist, dass wenn so ein Name erstmal in den Medien drin ist, sprich auch dann irgendwann im Internet und wie auch immer, diese Schiedsrichter über Jahre immer wieder angefragt werden. Das zieht so einen Rattenschwanz nach sich und dann kommen alle Medien irgendwo und wollen auch mit dem sprechen. Ruhig bleiben, nichts erzählen. Die schöne, heile Fußballwelt in Hamburg soll sie nicht gestört werden. Die Opfer haben für dieses verordnete Schweigen kein Verständnis. Wenn es öffentlich gemacht wird, dann spricht man drüber. Man wird ja dann auch nach einer gewissen Zeit als Schiedsrichter dann auch angesprochen, was ist denn da passiert und so weiter. Ja, das und das ist passiert. Und in vielen Vereinen ist das so, dass dann mehr Sensibilität ausgestrahlt wird, drüber gesprochen wird. Und schon nehmen sich die Spieler auch weiter zurück. In der 20. Spielminute entschied ich nach einem Foulspiel eines Spielers der Mannschaft B auf Strafstoß, der von der Mannschaft A auch verwandelt wurde. Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Mich traf ein Schlag gegen den Kehlkopf, ich fiel hin und verlor das Bewusstsein. Diese Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurbereich hat sie erstmals genauer analysiert. Taja Fester. Die Kriminologin der Universität Tübingen befragte mehr als 2600 Schiedsrichter in Baden-Württemberg nach deren Erlebnissen. Knapp 40% haben über Bedrohungen gesprochen, und zwar ernstliche Bedrohungen. Also jetzt nicht das klassische Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, sondern wirklich eher so in die Richtung, steht jemand auf dem Platz und wartet dann auch tatsächlich auf dem Parkplatz danach, nach dem Spiel. Und um die 17% wurden in der Vergangenheit tatsächlich auch körperlich angegriffen. Erschreckende Zahlen, die auch die 32-Jährige überrascht haben. Sie selbst ist Fußballfan, ist bei vielen Spielen als Zuschauerin dabei. Sie hat erlebt, wie Spiele eskalieren können, wie Schiedsrichter zum Opfer werden. Das, was den Fußballsport so beliebt macht, wird ihm an der Stelle zum Verhängnis. Einfach, weil die Einzelentscheidung so wichtig ist und das macht das Ganze so emotional. Ja, das macht den Fußballsport so spannend, aber das macht ihn in gewisser Weise an der einen oder anderen Stelle eben auch gefährlich. Es ist eigentlich ein Sport, ein Hobby, aber trotzdem hat man manchmal das Gefühl, es geht um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Auch im niedersächsischen Celle haben Zuschauer, Spieler und Schiedsrichter bisweilen ein solches Gefühl. Wenn das Spielfeld zum Schauplatz brutaler Gewalt wird.
Letzte Saison war ja die Kreisliga Celle die unfairste Staffel in ganz Niedersachsen. Also kann man schon mal sehen, welche Gangart hier in Celle gepflegt wird. Der Begriff hart ist eigentlich noch falsch, also ist die unfairste Liga. Denn hartes Spielen muss ja nicht unbedingt schlecht sein, also, aber unfair. Und vor allen Dingen unfair in der Form, dass es also verbal und körperlich also zu erheblichen Attacken kommt gegen Gegenspieler und gegen Schiedsrichter. Die aktuelle Schreckensbilanz im Kreis Celle nach 8 Spieltagen der laufenden Saison. Wir hatten allein jetzt bis heute 6 Spielerbrüche zu verzeichnen. Und bei 4 Spielerbrüchen kam es dann auch zu tätlichen Übergriffen auf die Schiedsrichterkollegen. Bei 2 Spielen mussten der Schiedsrichter bzw. das Schiedsrichterteam in die Kabine flüchten und sich dort, also dort Schutz suchen. Da muss ein gewisses Selbstverständnis einsetzen, dass wir kein Freiwild werden. Wir hatten in letzter Zeit mehrere Tätigkeiten gegen Schiedsrichter, aber in der Intensität, wie es zurzeit ist, so dermaßen war es zuvor nicht. Ein Spiel lässt die Situation endgültig eskalieren. Der Schiedsrichter wird beschimpft und geschlagen. Was nach dem Skandalspiel folgt, sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Denn die Schiedsrichter aus Celle treten in den Streik. Zwei Wochen lang boykottieren sie die Spiele. Wir wollten Aufmerksamkeit erwecken und auch die Vereine sensibilisieren, besonders die Verantwortlichen, sprich Trainer, Betreuer, Spartenleiter, dass sie also endlich anfangen, auf ihre Mannschaften einzuwirken, dass diese tätlichen Übergriffe gegen Schiedsrichter, gegen Gegenspieler, auch die verbalen Übergriffe, dass das zumindest erstmal eingeschränkt wird, dann wären wir ja schon einen ganzen Schritt weiter. Davut Ekinci ist Trainer und Vorsitzender beim SV Dischle Celle. Seine Mannschaft war an dem Skandal beteiligt, beim Spiel in Fassberg. Das, was in Fassberg passiert ist, dürfen wir uns auf jeden Fall nicht erlauben und darf auch in den Vereinen nicht passieren. Da haben wir auch die Konsequenzen gezogen, dass wir alle Spieler, die in Fassberg daran beteiligt waren, dass wir aus dem Verein ausgeschlossen haben. Das, was in Fassberg passierte, wird viele Wochen später hier beim Kreissportgericht Celle verhandelt. Der 20-jährige Schiedsrichter schildert, wie er misshandelt wurde. Im Verhandlungssaal von Anfang an dabei sind die beschuldigten Spieler, die Funktionäre der beteiligten Vereine sowie neutrale Zeugen. Die Stimmung ist aggressiv. Immer wieder kommt es während der mehrstündigen Verhandlung zu Pöbeleien und Beschimpfungen. Nach knapp 3 Stunden ist die Verhandlung zu Ende. Das von juristischen Laien besetzte Sportgericht verkündet das Urteil. Es kann eine Sperre bis zu 6 Monaten ausgesprochen werden. Die muss nicht ausgesprochen werden. Und wir sind jetzt nur von 4 Wochen ausgegangen, weil wir eben auch das Verhalten von SV Dischle Celle akzeptieren. Gerade dadurch, dass sie die zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgenommen haben und der SV Dischle Celle von sich aus 3 Leute aus dem Verein rausgeworfen hat, also ganz klar auch Flöcke reingehauen haben und sagen, wir machen was. Ich finde, da sollte man dem Verein auch eine Chance geben. Also eigentlich ein mildes Urteil. Dennoch, der SV Dischle will das Urteil nicht akzeptieren. Um allen gerecht zu werden, hätte man auch das eben zu einer Geldstrafe umwandeln können. Das wäre von meiner Sicht aus das bessere Urteil gewesen. Das geht einfach so nicht mehr weiter. Und nur immer eine Geldstrafe zu verhängen, das ist nach unserem Dafürhalten nicht mehr ausreichend. Hier musste mehr gemacht werden. Doch es wird nicht mehr gemacht, ganz im Gegenteil. In der Berufungsverhandlung vor dem Bezirkssportgericht wird die Sperre für den SV Dischle aufgehoben. Es gibt in der Tabelle lediglich einen Abzug von 3 Punkten. Dazu noch eine Geldstrafe von 450 Euro. Das war's. In der 40. Spielminute erzielte die Mannschaft A das 2:1. Daraufhin reklamierte der Trainer Abseits. Infolgedessen kamen 10 Spieler des Vereins B auf mich zu und beschimpften mich als Idiot und Arschloch. Ein Spieler des Vereins B beruhigte seine Mannschaftskameraden. Ich setzte das Spiel danach mit Anstoß fort und pfiff kurz darauf zur Halbzeitpause. Beim Verlassen des Platzes Richtung Kabine beschimpfte mich die Mannschaft weiter mit Äußerungen wie: Du hast schon eine Brille, siehst aber trotzdem keinen Abseits. Du Wichser, du Arsch. Aufgrund dessen entschied ich mich, das Spiel abzubrechen, da ich meine Sicherheit nicht mehr gewährleistet sah. Berlin. Auch hier beklagen Schiedsrichter immer mal wieder, dass gewalttätige Spieler zu gut wegkommen. Es gab viele Schiedsrichter, die gesagt haben, ich gehe gar nicht mehr zum Sportgericht, weil die Ergebnisse sind sowieso nicht für mich zufriedenstellend. Die frustrierten Amateurschiedsrichter wollten nicht länger schweigen, schilderten in einem offenen Brief ihre Erlebnisse. Freitag wurde unser Schiedsrichterkamerad mit einem Faustschlag in das Gesicht zu Boden geschlagen.
Seither leidet er unter Sprach- und Sehstörungen. Das Maß ist endgültig voll. Das war vor 3 Jahren. Der Berliner Fußballverband reagiert, solidarisiert sich mit den Schiedsrichtern, droht mit der Absetzung von Spielen. Der Verband macht so die Missstände öffentlich, unterstützt die Schiedsrichter auch vor dem Sportgericht. Wir vertreten jeden Schiedsrichter jetzt vor dem Sportgericht. Wir haben klare Strafen, die da ausgesprochen werden. Die werden auch zumindest teilweise jetzt veröffentlicht, dass auch jeder weiß, was ist denn eigentlich dabei rausgekommen. Früher war das immer so, da ist etwas passiert, aber niemand wusste, was das Ergebnis ist. Seitdem wir die Schiedsrichter begleiten vom Schiedsrichterausschuss, seitdem die auch die Urteile etwas verschärft haben, seitdem ist die Akzeptanz bei den Schiedsrichtern viel größer geworden und sie merken, dass ihr Tun auch ein Ergebnis zeitigt. Doch dieses Ergebnis bleibt alarmierend. Gewalt gegen die Schiedsrichter ist weiterhin eine bittere Realität, auch auf Berliner Fußballplätzen. Allen Appellen zum Trotz. Klar ist aber, dass wir nichts verhindern können. Also auch in dieser Saison hat es wieder 13 Spielabbrüche bis zu diesem Zeitpunkt gegeben im Herrenbereich. Da ist auch ein Schiedsrichter niedergestreckt worden und hatte eine Gehirnerschütterung und musste im Krankenhaus behandelt werden. Das ist alles nicht toll, das werden wir nicht verhindern können. Aber die Aufmerksamkeit und die Reaktion darauf, die ist ziemlich groß geworden. Nicht nur in Berlin engagieren sich gerade die Fußballvereine für Toleranz und Integration. Sie tun dafür mehr als viele andere. Umso frustrierender ist für sie eine Beobachtung, die bundesweit erkennbar ist. Auffallend dabei ist insbesondere bei der Anzahl der Verfahren, dass wir viele Spieler mit Migrationshintergrund haben, die hier so auffällig sind, dass sie auch wirklich zum Sportgericht kommen. Gleichzeitig, muss man immer dazu sagen, fallen sie auch überproportional häufig als Opfer auf. Ja, also Migranten gehen lieber zum Fußball als in den Tennisclub. Doch wer sind diese Migranten? Das Problem ist nämlich wesentlich differenzierter und die Lösung damit auch viel schwieriger. Wir haben jetzt eine neue Generation, die alle hier geboren sind, hier zur Schule gegangen sind, hier aufgewachsen sind. Ich denke mal eher, das ist ein soziales Problem, dass Leute, die sich immer benachteiligt fühlen und vielleicht kein anderes Argument haben oder keinen anderen Weg finden, und denen sollte man vielleicht mal auch anders behilflich werden. Und das ist wahrscheinlich bei dem einen oder anderen das Problem. Doch wie sollen Vereine diese Probleme lösen, die nicht sie verschuldet haben? Was also tun mit besonders aggressiven Spielern? Das heißt, im Extremfall sie aus dem Verein zu entfernen. Dazu gehört natürlich dann auch, dass nicht auf der Straße 3 andere Vereine stehen und sagen, dann nehmen wir den, sondern dann müssen wir uns von diesen Leuten ganz beim Fußball trennen. Sie sollen einer Kampfsportart oder irgendwas nachgehen, aber nicht Fußball spielen, denn die schaden uns nur und helfen uns nicht. Kein Platz für Gewalt. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Eigentlich. Hamburg, eine Jugendmannschaft beim Anti-Gewalt-Training. Solche Angebote gibt es in allen Bundesländern. Die jungen Spieler sollen lernen, mit ihren Aggressionen umzugehen, Respekt für die Gegenspieler und den Schiedsrichter zu entwickeln. Auch diese Jungs haben damit zuweilen ihre Schwierigkeiten. Da gab es vor einiger Zeit in der Mannschaft ein Problem mit einem Schiedsrichter, der sie sehr ungerecht behandelt hat. Aus ihrer Sicht natürlich. Und die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, die nicht so akzeptabel war, das ist heute Morgen sehr differenziert und sehr detailliert aufgearbeitet worden. Und da hatte ich das Gefühl, dass da einige ihr Verhalten noch mal selbstkritisch überdacht haben. Doch verändert dieses kritische Überdenken das Verhalten der Spieler tatsächlich? Ausführlich wird über Schiedsrichter gesprochen. Auch, dass diese sich mal irren können oder einen schlechten Tag haben, genauso wie die Spieler. Und es wurde mal die Sicht des Schiedsrichters erläutert. Das heißt, wie man sich fühlt, wenn man eine Entscheidung macht, die nicht jedem passt. Und wenn dann 3 Leute auf einen zugestürmt kommen und dann Gesicht an Gesicht dann kommen und wie man sich dann fühlt, bedroht, man hat Angst. Ich persönlich bin auch einer von den Spielern, die so gerne mal den Schiri anmotzen. Aber ich denke dabei auch gar nicht so nach, wie er sich dabei fühlt, wenn ich jetzt so 1 Meter vor ihm stehe und ihn anschreie, ob ich bedrohlich rüberkomme oder sonst etwas. Und war gut zu wissen, dass ein Schiedsrichter auch bei sowas eingeschüchtert werden kann. Auch wenn ich jetzt, keine Ahnung, vielleicht mal 4 Jahre jünger bin oder so, kommt ja auch den Schiedsrichter an und sein Alter. Und dann ja, ist aber wichtig, sowas zu wissen. Wichtig zu wissen ist aber auch, wie man auf unfaire Gegenspieler reagiert. Ich werde auf den Platz kommen und euch mit bestimmten, ne, das was wir heute Morgen besprochen haben, Provokationen und Beleidigungen versuchen zu attackieren.
Der Coach konfrontiert die Spieler mit all den Sprüchen, die sie sich von gegnerischen Spielern allzu oft anhören müssen. Na, was grinst du mich an, ne? Ha? Was lachst du? Ha? Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Ja. Ja? Warum das denn? Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse oder was? Ist doch egal. Hey, Fetzen, du bist Auswechselspieler. Was willst du hier auf dem Platz? Hey, ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Also ich habe auch schon an diesen Trainings teilgenommen bzw. die beobachtet. Und es war schon interessant zu sehen, dass das insofern was bringt, wenn erreicht wird, dass die Spieler einen Perspektivenwechsel einnehmen können. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Pass mal auf, bleib mal hier. Bleib mal hier, du Vogel. Ey, Schwarzer, darfst du auch mitspielen? Ja, klar. Ja? Warum das denn? Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Bei uns ist ja auch manchmal das Problem, dass wir auch schlimme Gegner haben, die sowas schnell ausnutzen, halt uns provozieren wollen und es dann auch tun. Und wir lassen uns halt auf sowas gerne ein und sind dann manchmal halt der Dümmere. Und jetzt wissen wir halt, wie wir besser reagieren und jetzt lassen wir die als dumm dastehen. Die Kids wissen alle sehr genau, was sie für Respekt für sich erwarten von anderen. Das können sie sehr schnell und sehr genau beschreiben, was sie von anderen erwarten. Wenn man dann die Frage stellt, wie ist es denn andersrum, man wird sehr schnell deutlich den Respekt geben. Das funktioniert nur, wenn ich ihn kriege. Auf die Frage, wer soll denn dann anfangen, wenn alle so denken, gibt es meistens ein langes Nachdenken. Und wenn man damit einen Perspektivenwechsel erreichen kann, haben wir schon das Gefühl, dass das die Spieler zum Nachdenken anregt. Aber ob das dann nur für den Moment ist oder sich dann langfristig als Verhaltensänderung auswirkt, kann man so nicht abschätzen. Zumindest jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Nachdem das Spiel zu Ende war, ging ich in meine Umkleidekabine. Der Spieler mit der Nummer 15 folgte mir und bedrängte mich. Er äußerte, du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Darauf habe ich versucht, den Spieler zu beruhigen und fragte, was das solle. Der Spieler wurde handgreiflich, drängte mich zwischen Türrahmen und Tür und wiederholte seine Drohungen. Drohungen, Beschimpfungen, lautstarke Unmutsäußerungen. All das lesen und sehen auch die Amateure, wenn über die Profis berichtet wird. Schiedsrichterentscheidungen werden angezweifelt. Das Temperament schlägt häufig den Sachverstand. Beim DFB, dem Deutschen Fußballbund, weiß man sehr wohl, dass manche Profis nur bedingt als Vorbild für Amateure taugen. Da möchte ich jetzt keine Aussage zu machen. Fakt ist, wir arbeiten im Elite-Schiedsrichterbereich mit den Trainern der Bundesliga, mit den Organisationen dieser Trainer zusammen, um einfach durch Dialog da zu einem besseren Miteinander, noch besseren Miteinander, muss ich eigentlich sagen, zu kommen, um dann auch da eben solche Dinge, die dann eben manchmal passieren, zu verhindern. Dialog, ein besseres Miteinander, manches verhindern. Die Hilflosigkeit des DFB ist hörbar. Sicher, es gibt immer mal wieder Geldstrafen für übermotivierte Trainer, immer wieder Appelle zur Zurückhaltung. Dennoch, solche Schlagzeilen wirken, auch bei den Amateuren. Also da oben, das sind halt Vorbilder. Sie sind sich, glaube ich, gar nicht mehr so bewusst. Sowas überträgt sich natürlich bis nicht nur in die Kreisklasse, sondern auch in den Jugendbereich hinein. Und das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte, weil das sind Vorbilder für die und die ahmen die letztendlich nach. Und das müssen wir natürlich nicht unbedingt haben. Weder bei den Profis noch bei den Amateuren. Die orientieren sich ohnehin allzu oft an denen, die viel Geld verdienen, weil sie gute Kicker sind. Oder perfekt pfeifende Schiedsrichter. Doch die Fußballwelt unten ist eine andere. In der Realität ist es einfach so, der Kreisligaspieler kriegt den Kreisliga-Schiedsrichter. Und der bekommt vielleicht 20 Euro pro Spiel statt 4.000. Ja, und trotzdem wird der Maßstab angelegt, du hast mich jetzt fehlerfrei zu pfeifen.
Wenn ich in der Kreisliga oder darunter unterwegs bin, das ist mein Hobby, ich bin Amateur. Und wenn ich so gut wäre wie ein Bundesliga-Schiedsrichter, würde ich wahrscheinlich auch nicht da unten pfeifen. Also muss ich auch da natürlich entsprechend Abstiege hinnehmen, aber das beim Fußballer genauso. Ein Kreisliga-Fußballer wird bestimmt nie in der Bundesliga mehr auftauchen. Und von daher denke ich einfach mal, muss man sich einfach dem Niveau irgendwo auch mal bewusst werden. Ich stand rund 2 Meter von dem Spieler entfernt und zeigte ihm die gelbe Karte. Unvermittelt und ohne Vorwarnung machte er einen Sprung auf mich zu und attackierte mich mit beiden Händen im Gesicht. Eine Hand traf mich am linken Auge, die andere Hand war zur Faust geballt und traf mich so hart an der Oberlippe, dass ich zu Boden fiel und mir schwarz vor Augen wurde. Als ich wieder zu mir kam, standen mehrere Ordner um mich herum und brachten mich in die Kabine. Kreisklasse Tübingen. Hier sieht man tatsächlich die, die helfen könnten. Ordner. Mit ihrer Weste deutlich erkennbar am Spielfeldrand. Die Rolle eines Ordners im Amateurfußball, das ist Ehrenamt. Ist auch nicht gerade attraktiv, jedenfalls hat sie kein gutes Image, glaube ich. Es ist wichtig, dass dann da eben diese Ordnerwesten sind, dass der Schiedsrichter, der ja auch häufig das Opfer ist, sozusagen sehen kann, wer steht auf meiner Seite, an wen kann ich mich wenden, wer hat die Berechtigung, auf dem Platz zu sein. Also das ist schon mal der erste Schritt, dass es diese Ordnerwesten gibt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie auch angezogen werden. Wieder Kreisklasse Tübingen, ein anderes Spiel. Ordner sind hier nicht zu sehen, obwohl der Verband dies ausdrücklich verlangt. Immerhin, eine Ordnerweste gibt es, doch offenbar will sie keiner tragen. Taja Fester überprüft, ob sich die Vereine an die Ordnerregel halten, die sie dem Verband vorgeschlagen hatte. Sie ist frustriert. Auf der einen Seite wird nach den Verbänden geschrien und nach dem DFB und man muss was machen. Und wenn dann aber was gemacht wird, also die Verbände können nur die Rahmenbedingungen liefern. Wenn die Vereine die nicht erfüllen, dann bringen die schönsten Präventionsmaßnahmen nichts. Jetzt entdecken die Vereinsfunktionäre der Heimmannschaft unsere Kamera. Deshalb suchen sie nach einem, der die Ordnerweste anziehen soll. Es ist eine mühsame, offenkundig auch lustlose Suche. Es bringt natürlich nichts, wenn die Ordnerwesten munter hin und her gereicht werden oder erst irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit dann mal ihren endgültigen Besitzer gefunden haben. Da bringen die Regelungen dann natürlich nicht so viel. Endlich. Es ist soweit. Die Weste hat viel zu spät ihren Träger gefunden. Der Linienrichter erbarmt sich. Man kann das teilweise nachvollziehen, dass insbesondere kleine Vereine sagen, wir haben so wenig Zuschauer, es ist doch irgendwie mit Kanonen auf Spatzen, das ist viel zu viel. Aber, das sagt man auch nur, solange nichts passiert, das weiß man eben vorher nicht. Bei diesem Spiel bleibt tatsächlich alles im Rahmen. Glücklicherweise. Andere Amateurspiele sind weniger friedlich. Fußball brutal, wo der Schiri zum Freiwild wird. Thomas Kahle hat einen solchen Gewaltexzess durchlitten, wurde dabei schwer verletzt. Dennoch pfeift er immer noch. Er hat erlebt, wie es ist, wenn aus Hobbyfußballern brutale Schläger werden. Dieses weiterzugeben, um andere zu schützen, andere Schiedsrichter. Das ist mir halt das Wichtige und das kann man da halt einbringen, dass man diese Erfahrung, diese Momente, dieses Aufkitzeln, dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren. Das ist ja wie eine Explosion dann, die kommt aus dem Nichts, aber man kann da offen denen sagen, ich bin der Schiedsrichter, dem das passiert ist. Und die sagen alle, oh, und du machst noch weiter? Ja, wir machen weiter. Seine Erfahrungen, seine Kenntnisse will er weitergeben. Er engagiert sich in der Ausbildung von Jungschiedsrichtern. Deren Mindestalter 14 Jahre.
Mein Vater ist auch Schiedsrichter und da war ich halt auch teilweise bei so Spielen von ihm dabei. Da wollte ich halt sehen, ob das auch so schwer ist, wie er es immer sagt, weil ich auch teilweise immer so Sachen anders entscheiden würde, als er es dann entschieden hat. Und darum wollte ich mal wissen, ob das echt so schwer ist. Es ist schwer. Zum Beispiel bei der Abseitsregel. Eine Szene, aber sehr unterschiedliche Bewertungen. Nicht abseits? Dann fahren wir die Szene jetzt ab. Das Schiedsrichterleben. Es ist nicht ganz so einfach, wie manche immer glauben. Also bei diesen Videos, die wir gesehen haben, habe ich auch bemerkt, dass es sehr schwer ist für den Schiedsrichter, das zu sehen. Ich hatte auch vieles falsch und ja, deswegen fand ich das auch sehr interessant. Er ist der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses Braunschweig. Die Regelkunde, so seine Erfahrung, ist nicht nur bei angehenden Schiedsrichtern lückenhaft. Was feststellbar ist, dass die Spieler sich wenig mit den Fußballregeln beschäftigen. Mag vielleicht darin liegen, dass der einzige Gedanke ist, ich will siegen. Das funktioniert leider nicht immer. Wenn man sich vielleicht so ein bisschen mit den Fußballregeln mal beschäftigen würde, könnte ich die ein oder andere oder das eine oder andere Verständnis für einen Schiedsrichter aufbringen und dessen Entscheidung. Doch an diesem Verständnis fehlt es allzu oft. Motzen gegen Schiedsrichterentscheidungen ist da wesentlich einfacher. Was also tun? Ratlosigkeit. Wir haben also letztes Jahr vor Saisonbeginn den Trainern und den Fußballabteilungsleitern, also deren Chefs sozusagen, eine Fortbildungsmaßnahme angeboten gehabt, dass wir die Spielregeln, die neu zur Saison aufgetreten sind, erläutern und einfach auch mal wirklich das Verständnis Schiedsrichter, Trainer und Offizielle zu verbessern. Von den 47 Vereinen, die wir hatten, muss man wirklich sagen, waren gerade mal 15 vertreten. Und das ist natürlich sehr enttäuschend. Die Jungschiedsrichter wissen also, was auf sie zukommt. Nach der Theorie im Saal, nun der Praxistest auf dem Spielfeld. Thomas Kahle erklärt seinen Schützlingen, dass auch das vermeintlich Banale kompliziert sein kann. Zum Beispiel der richtige Einsatz der Fahne an der Seitenlinie. Paul ist 16 Jahre alt. Noch muss er üben. Er weiß, wofür. Ich wollte immer schon mal Schiedsrichter werden und musste immer warten, bis ich 14 bin. Und ja, dann hatte ich es ein bisschen in Vergessenheit geraten, Aber jetzt habe ich mich dazu angemeldet, um mir diesen Traum mal zu erfüllen. So, was hat Thomas denn oben noch? Seinem Traum ist er schon näher gekommen. Die Theorieprüfung hat er bestanden. Noch ist er voller Euphorie, freut sich auf seine ersten Einsätze. Ich gehe da jetzt nicht in jedes Spiel mit einer Angst rein, dass ich da verprügelt werden könnte oder so, sondern ich freue mich auf das Spiel und denke nicht an die schlimmen Sachen, die es geben kann. Wir wollen noch ganz kurz das Tor überprüfen und so weiter, ne? Wenige Wochen später ist es soweit. Paul vor seiner ersten Bewährungsprobe. Sein Ausbilder Thomas Kahle begleitet ihn. Vor dem Spiel Netzkontrolle. Ja, wenn wir sowas sehen, da brauchen wir die extra Platzwartsbegleitung geben. Einfach kurzes Einhängen. Kann man so drüber ziehen, kann der Ball nicht mehr durchpassen, damit wir nicht so ein Tor wie in der Bundesliga haben. Ne? Der Schiri und sein Schützling. Wir sagen so ein halbes Jahr, gehen die mit, helfen die denen entsprechend die Spielformulare auszufüllen. Die gesamte Vorbereitung wird abgesprochen vorher, aber auch beim Spiel sind sie nicht dabei. Und somit bringen wir die Schiedsrichter schneller in die Routine hinein. Aber auch, denke ich, von der Leistung her werden sie von Spiel zu Spiel besser. Ja, heute ist das besondere Spiel für mich in dem Fall, dass ich das erste Mal Bezirksliga pfeifen werde. Und mal sehen, was mich da erwartet. Der Junioren ist schon eine gute Jugend. Deswegen mal sehen, was mich da erwartet. Auf geht's zum Spiel. Gut Griff, ne? Danke. FT Braunschweig gegen JSG Schöningen, C-Jugend. Die 14-Jährigen begrüßen ihren gerade mal 2 Jahre älteren Schiedsrichter. Pauls Schiri-Pate beobachtet alles vom Spielfeldrand. Er sieht Pauls sicheres Auftreten, seine richtigen Entscheidungen und 2 faire Mannschaften. Es läuft gut für Paul. Thomas Kahle beobachtet auch die Zuschauer und die Trainer. Dieses Mal rein vorsorglich. Doch allzu oft verunsichert lautstarkes, häufig auch unqualifiziertes Geschrei von draußen die Spieler und Schiedsrichter auf dem Feld.
Kurz vor Schluss noch ein Tor. Das Spiel endet unentschieden. Danach kein Gemecker, kein Gebrüll. Stattdessen freundliches Abklatschen. Dankeschön. Leider nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Statt Lob und Dank kassieren manche Jungschiedsrichter schlimme Prügel, werden schwer verletzt. Auch wenn Kinder gegen Kinder spielen. Paul hat das noch nicht erlebt. So Paul, jetzt machen wir unsere Eingaben, DFB-Net, die Daten füttern, auf geht's. Du hast den. Nimm du den Stuhl. Hast es endlich mal ein bisschen warm jetzt, ne? Oh ja. Nach 70 kalten Minuten. Ja, meine Hände sind noch ein bisschen kalt. So, ja, die genau. Bürokratie nach dem Spiel. Alles Wesentliche, also Spielernamen, Auswechslungen, Spielergebnis und besondere Vorkommnisse, müssen online an den DFB übermittelt werden. Spätestens 60 Minuten nach Spielende. Nach den Formalien Zeit für sein Fazit. Ja, mit meiner eigenen Leistung bin ich soweit zufrieden, aber ich natürlich merkt man immer so ein paar Sachen, die man verbessern kann und vor allen Dingen möchte. Und ja, gehe ich selbstkritisch ran und nehme das fürs nächste Spiel mit. Ich hoffe, er ist auf dem richtigen Wege. Wird keine negativen Sachen im Fußball erleben müssen. Dann wird er hoffentlich bis zum Rentenalter mal irgendwann noch als Schiedsrichter unterwegs sein. Und das kann man ihm eigentlich nur wünschen. Beim Verlassen des Spielfeldes hörte ich Geschrei und drehte mich um. Ich sah, wie ein ca. 20 x 8 cm großer Stein in meine Richtung geworfen wurde. Mein Vater wollte den Stein sichern, aber der Spieler mit der Nummer 6 nahm ihm den Stein wieder weg. Im Kabinengang traf ich die beiden Ordner, die mir ins Gesicht lachten und mir sagten, du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Beim Kinderfußball gibt es noch keine Ordner. Dafür Eltern und Fans der kleinen Spieler. Sie werden zunehmend zur Problemgruppe. Es äußert sich dahin, dass sie wirklich dort reinrufen, nun hau den um, senz den um, der darf kein Tor schießen. Wahnsinn, das ist absurd, wenn man sich das vorstellt, dass Eltern ihre Kinder auffordern, andere Kinder zu faulen, ja, für den Torerfolg. Also ich habe es erlebt in Jugendspielen, das war ein ganz normales, ruhiges Jugendspiel. Die Jungs wollten Fußball spielen und das in der kleinsten Liga. Und die Eltern sind da völlig ausgetackert. Ein Amateurvideo. Eines von vielen. Übermotivierte Eltern in Aktion. Die kleinen Kinder in Häkchen respektieren die Aktion, die der Schiedsrichter da ausführt, aber die Eltern, die draußen stehen. Da kommen dann manchmal diese Aktionen, dass sie reinrufen, geh doch mal härter rein, Chiri, bist du blind, kannst du gar nichts sehen, senz mal deinen Gegenspieler richtig um. Mach die Augen auf! Ey, du bist doch nicht, oder was, ey? Ende! Was soll das Scheiße, was das war? Ein Vater glaubt, alles besser zu wissen. Die meinen das auch gar nicht böse, ja. Die sind der Meinung, sie tun das Beste für ihr Kind, merken aber gar nicht, wie da der spielerische Charakter flöten geht. Natürlich, sie Eltern, die sollen ihre Kinder anfeuern. Alles gar kein Thema, aber das im sportlichen Rahmen. Und das ist, denke ich, wichtig. Und leider muss ich es auch wirklich sagen, was ich festgestellt habe, viele Mütter sind sehr, sehr ehrgeizig. Schlimmer teilweise als die Väter. Jetzt geht's! Kevin nach vorne! Fester, pass auf! Ja. Oh, super! Nach vorne, nach vorne! Kevin! Nein, nein, Kevin, wieder nicht an! Komm schon! Los, Kevin! Ja! Kevin! Kevin, hol ihn dir, das ist dein Ball! Komm, Kevin! Schuss! Also die meisten Kinder sagen, oder kommen auch teilweise zum Schiedsrichter, zu einem dann hin und sagen, kannst du denen nicht mal sagen, die sollen ruhig sein? Und dann machen wir das auch in der Spielunterbrechung, dass wir sagen, bitte den Innenraum verlassen. Ist zwar nicht einfach, weil sie dann einem sagen, das ist mein Kind, ich kann da bleiben. Nein, das können sie nicht, sie verlassen jetzt den Platz. Eigentlich wollen Kinder nur spielen. Ralf Klohr musste erleben, wie dieses Spielen von Erwachsenen zerstört wird.
Nach einer strittigen Schiedsrichterentscheidung gehen Eltern aufeinander los, prügeln sich. Nach so einer Schlägerei vor den Augen der Kinder, das kannst du jetzt als Jugendleiter nicht mehr weiter unterstützen. Das willst du nicht. Dagegen muss man was tun. Und für mich war einfach, entweder du hörst auf oder du machst was dagegen. Er machte was dagegen, entwickelte die Idee der sogenannten Fairplay-Liga für Kinder. Die Trainer der Mannschaften befinden sich in einer gemeinsamen Coaching-Zone. Sie sollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Kinder einfach nur spielen dürfen. Auch die Eltern sollen keinen Einfluss mehr nehmen. So sollen allzu heftiges Gebrüll und unflätige Sprüche verhindert werden. Wir haben die Eltern einfach ein Stück auf Abstand gestellt, um die Nähe zum Spiel zu unterbinden, um das Eingreifen von außen zu unterbinden. Mindestens 15 Meter Abstand müssen die Eltern zu ihren spielenden Kindern haben. Jubeln ist erwünscht. Einmischen und Pöbeln verboten. Klar, wenn es spannend wird oder so, dass man dann halt schon mal ruft oder so, aber in der Regel, also zumindest bei uns bleibt das halt harmlos. Nur der Trainer hat das Sagen, die anderen, die Zuschauer, die müssen einfach nochmal als Zuschauer ihre Aufgabe machen oder als Elternteil, aber alles andere dürfen sich ja nicht während des Spiels nicht einmischen. Das müssen die Eltern halt akzeptieren. Ne? Die müssen akzeptieren, dass der Trainer das zu sagen hat. Das ist genauso wie bei in der Schule auch. Ne? In der Schule hat ja Elternteil nichts zu suchen. Da ist ja der Lehrer und Lehrerin. Ja? Der bringt die oder sie bringt die Kinder was bei. Und hier ist genauso. Das müssen die Elternteile akzeptieren. Und noch eine neue Regel bei der Fairplay-Liga. Die kleinen Kinder spielen ohne Schiedsrichter. Übernehmen die Entscheidungen selbst. Es funktioniert. Man muss das den Kindern ja einfach nur sagen, entscheidet selbst. Dann kriegen die das auch hin. Dann bemühen sich die Kinder auch. Was er als kleines Experiment in Aachen startete, ist mittlerweile zum großen Erfolgsmodell geworden. Die Fußballverbände aller Bundesländer wollen sich beteiligen. Jungs! Das Ziel, das sich die Verbände gesetzt haben, ist die bundesweite Umsetzung bis 2017. Hier im Fußballkreis Köln wird das Konzept weiterentwickelt. Auch für die 11- und 12-jährigen Kicker, also D-Jugendspieler, sollen neue Regeln gelten. In unserem Pilotprojekt leiten Schiedsrichter die Partie, entscheiden aber nicht alles. Die Entscheidungen an den Außenlinien über Aus, also Einwurf, Abstoß oder Eckstoß treffen die Spieler selbstständig, so wie sie es im Kinderfußball gelernt haben. Und der Schiedsrichter übernimmt alle anderen Entscheidungen. Das bedeutet auch eine Entlastung für die jungen Schiedsrichter. Sie teilen sich die Verantwortung für das Spiel mit den Spielern. Ist natürlich auch so, dass so ein Konzept von Trainern mitgetragen werden muss. Die Trainer müssen von den Spielern verlangen, die Regeln einzuhalten. Ist ja eigentlich nicht schwer. Dieser 15-jährige Schiedsrichter pfeift auch Spiele außerhalb dieses Pilotprojektes. Er sieht die Unterschiede. Also für mich ist der größte Unterschied, ist, dass das Fußballspiel mehr Qualität hat als bei einem normalen Fußballspiel. Dadurch, dass die Spieler sich viel mehr konzentrieren können und die Harmonie auf dem Platz stimmt. Die Kleinen als Vorreiter einer neuen Fußballkultur. Sie könnte eines Tages auch den Fußballsport der Erwachsenen verändern. Wir müssen im Jugendfußball aufbauen, ein bisschen anderes Denken da reinbringen. Keiner fördert ja die Gewalt am Schiedsrichter. Das passiert ja einfach. Und wenn wir es schaffen, im Kinderfußball eine vernünftige Kultur herzustellen, dann wird sich das natürlich nach oben auswirken. Das ist auch nicht eine Frage des Könnens, das ist jetzt eine Frage des Wollens.